So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier immer noch im DLC Vermächtnis der ersten Klinge und haben ein paar Frauen befreit, die Das ist dafür. ein Blutbad. Was ist hier passiert? Die eine sucht ihren Sohn. Feuchtgebiet von Thermes. Das ist ein Blutbad. Feuchtgebiet von Thermes. Alles klar. Diese Menschen wurden hier in Käfige gesperrt und So, gefoltert. Grauenhaft. kleine Nebenrandinfos. Sorry, wenn ihr im Hintergrund Geräusche so wie Werkgeräusche oder Rumser und so hört. Das sind leider meine Nachbarn. Die scheinen gerade zu renovieren. Dichter. Was für ein Monster tut so etwas? Alles klar. Ich sehe keine weiter. Doch, hier hinten. Hier. Opfer wurden mit diesen Werkzeugen malträtiert. Das ist nicht das Werk von Wölfen. Nee. Das ist eindeutig nicht Wölfe. Die Tür ist versperrt. Aber die Blutspuren führen tiefer in den Sumpf. Alles Da ist er. Es ist gut. Deine Mutter schickt mich. Beruhige dich, Junge. Nein, töte mich nicht. Bleib mir vom Leib. Komm zurück. Deine Mutter schickt mich. Junge, komm zurück! Tipp mal, die Mutter ist. Was ist hier passiert? Ja, ich tipp mal, die Mutter ist nicht ganz die Mutter. Habe ich so das Gefühl. Junge, komm zurück! Wo bist? Was soll das? Komm hier nicht zu nah! Keine Sorge, jetzt bist du sicher. Verrückter. Ist auch geil. Hier rüber, er ist gefährlich. Du hast sie getötet. Du hast alle getötet. Du bist ein kluger Bursche. Du wirst hier keine Schmerzen mehr erleiden. Jetzt lauf. Also, das ist Dareus Spürhund, der nach dem Jäger sucht. Sag mir, wo er ist, bevor ich dir die Kehle aufschlitze. Du kennst nur Gewalt, nicht wahr? So wie dein Meister. Sag mir, Adlermann, traust du diesem Dareus wirklich? Ich traue ich habe schon niemandem. lange niemandem mehr vertraut. Du solltest vorsichtig sein, wem du folgst, Adlermann. Kennst du überhaupt seinen Namen? Seinen wahren Namen? Glaubst du, du kennst Dareus? Xerxes dachte, er würde Dareus kennen. Was immer du auch vorhast, du wirst scheitern. Unsinn. Du bist doch hier, nicht wahr? Was hältst du von meiner Ausstellung? Es ist das Werk eines perversen Geistes. Du hast recht. Erinnerst du dich nicht an diese Gesichter? Du hast sie getötet. Sie hatten Freunde, Geliebte, Familien. Hatten ihre Liebsten den Tod verdient? Und verdienen sie keine Rache? Sie haben Unschuldige getötet. Ich musste sie aufhalten. Du hast hier nicht über Recht und Unrecht zu urteilen. Hätte ich nicht gekämpft, wäre ich jetzt tot. Aber nun sind sie tot. Jeder Einzelne. So viel Leid. Wir wollten eine Familie gründen. Zurück! Sie waren im Weg. Also tötest du sie? Mein Sohn! Du hast ihn mir genommen. Mein
Mann hat immer eine Wahl. Das kann nur auf eine Art enden. Ja, ist das so? So nah. Du warst so nah dran. Aber du kannst das Töten nicht lassen, oder? Es ist deine Natur. Du bist Blutvergießen. Du bist Zerstörung. Bis wir uns wiedersehen. Adlermann. Ich will ihn killen, nicht die Leute. Zack. Dreifach kill. Tut mir leid. Du kannst dich nicht verstecken. Ich komme dich holen. Komm raus, Feigling. Stell dich mir. Genau, Malaka. Seh dich. Was soll das denn? Das war eine Falle. Der Jäger erwartet dich im Wald. Das... Halt! Malaka! Ich komme dich holen, Jäger. Ich weiß nicht. Ich meine mal, wir haben ja eigentlich nie was Schlimmes getan. Ne? Das waren alles die Leute, die wir getötet haben, haben entweder uns angegriffen und wir haben uns verteidigt oder dementsprechend sie getötet, weil sie Dings waren. Hier Orden des Kults und so waren. Ich muss das tun. Ja, ich muss das tun. Ich bin kein Verrückter, ich bin kein Monster, ich bin kein Mörder. Also Mörder in dem Sinne, ne? Klar, habe ich Leute in-game hier umgebracht, aber ich sag mal so. Ich habe hier keinen mit Absicht umgebracht, sagen wir es mal so. So. Da ist der nächste. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal dem weiter mit verfolgen, bevor wir halt irgendwas anderes machen. Weil der ist ja gleich hier. Vielleicht weiß sie mehr. Teilen zusammengesetzt, ja. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung muss ich. Da oben, ne? In diese Festung muss ich rein. Was ist das? Dann holen wir uns dieses Ordensrelikt. Ja, ich vertraue niemanden, aber ich gehe trotzdem meinem Weg. Ne? So. Gucken wir mal, wen wir da alles haben. Da haben wir noch jemanden. Es müssten dann alle sein, oder? Jo. Zack. Zack. Hört mich noch jemand? Nein. Und hat. Danke. Zack, 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 zack. Zack. Hat, hat. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Hat, zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So.
Und jetzt bist du dran. Danke. So. Natürlich, bei einem Tiger mit drin. Oder Löwen oder was das da sein soll. Ich habe nur flüchtig gerade hingeguckt. Bei einem Tier. Sagen wir es nur. Bei einem Tier. Wo ist hier der zweite Schatz? Bin ich jetzt ach, da oben drauf. Da oben drauf. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Nehme ich das gleich mit. Löwen. Schnell mal ausschalten. Zack. Zack. Oh, ich liebe diese Dings, ne? Dem Orden beitreten. Was soll schon schief gehen? Was? Dem Orden beitreten? Was soll schon schief gehen? Hallo? Ah, da oben ist also dann die Dingshüterin. Ja, okay, da ist noch ein Alpha-Tier. Alles klar, da oben ist auf jeden Fall schon mal noch Dings. Gehen wir mal nach da. Achso, nee, stopp. Ich muss ja erstmal hier aus dem Gebiet raus. Und dann kann ich erst gucken, ob ich mich irgendwo hin porten kann. Ja, kann ich sogar. Guck mal an. Also die den Orden werden wir auch noch auslöschen, auf jeden Fall, ne? Ich find's cool gemacht, weil so hat man, ne, wie im Hauptspiel eigentlich auch, so einen kleinen Orden oder Kult, sage ich jetzt mal, den man erstmal auslöschen soll, bevor man, ne, der einen halt, ich sag mal, negativ ist. So. Und gesinnt ist. Sagen wir es mal. Negativ gesinnt ist. Du bist zurück. Was hast du gefunden? Hinweise. Vielleicht kannst du etwas damit anfangen. Erstens, der Jäger soll in einem Wald warten. Zweitens, er ist von Tieren umgeben. Drittens, er ist bei einem See. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Es gibt einen Spalt in der Klippenwand, der führt zu einer Lichtung, wenn ich mich richtig erinnere. Gehen wir. Ich kann nicht, noch nicht. Es ist der Jäger. Wir haben lange unter ihm gelitten. Vater sollte ihn sterben sehen. Ich suche ihn und stoße auf der Lichtung zu dir. Zeit, den Jäger zu töten. Werde ich nicht auf dich und Areos warten können. Ich werde da sein. Doch nicht warten bis, ne? Aber warte mal. Wenn das tatsächlich der Jäger ist, ne? Ich weiß gar nicht, ob er der Jäger ist, oder, also hier hinten der Jäger ist, oder hier Jäger, keine Ahnung. Ne, der Jäger wartet in einem Wald, befehligt Tiere, wilde Tiere, Magier in der Nähe des Sees. Okay, ich glaube, bevor wir dahin gehen, sollten wir tatsächlich die andere Quest machen. Hier. Hier. Um den Orden auszulöschen. Weil ich glaube, das macht mehr Sinn. Ne? Dann haben wir ihn, den Jäger nämlich als sozusagen als letztes. So, da ist der
Jäger. Ne, erreiche den Wald des Jägers. Da oben ist noch die Dingshüterin. Da müsste ich noch hin. Gibt es einen näheren Punkt als den da? Nee, anscheinend nicht. Okay. Wir werden jetzt das Versteckspiel machen. Erstmal. Beschützer Persiens. Ich frage mich, was der Orden diesmal für mich bereithält. Hoffentlich weniger Todesbäume. Oh ja. Aber rein theoretisch, ne? Das heißt ja, die haben sämtliche, also alle, all diese Leichen, die da am Baum hingen, überall gesammelt und dort aufgehangen, um mir zu zeigen, was, wen ich alles umgebracht habe. Oder um mir zu sagen, hey, du bist eigentlich die Zerstörung, du bist der Mörder, du bist, ne? Weil rein theoretisch, ne, klar, wir haben viele Leute auf dem Gewissen. Also wirklich sehr, sehr viele, ne? Aber im Grunde, klar, ich habe auch Unschuldige erwischt. Aber dann sind die immer ein bisschen mit zwischengerannt oder so. Während ich mich mit den Schuldigen gekloppt habe. Aber hauptsächlich habe ich ja nur Leute, oder nur Leute getötet, die ich auch, die entweder mir an den Kragen wollten, also als Notwehr, als Verteidigung, oder die dementsprechend zum Kult gehörten haben, also die es drauf angelegt haben sozusagen. Ne? Zum Kult des Kosmos gehört haben. Naja, mal gucken. Hier ist auf jeden Fall erstmal ein Militärlager. Und zwar ein ziemlich großes, wenn ich das. Könnt ja mal einen Adlerangriff machen. So von wegen, hey, Adlerangriff. So, mal kurz gucken. Ich scheine überall alles zu haben. Komm, Adlerangriff. Nee, kann einer mal. Kann einer mal den komischen Adler. Ich sollte möglichst ungesehen bleiben. Hihi. Komm noch hoch. Dann zeige ich dir, was ich hier zu suchen habe. Und zack. 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 Zack, 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 da, 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 da. Ja, du bist verloren. Hast du vollkommen richtig verstanden. Zack. Plum. Zack. Danke. Und zack. Danke. Und damit habe ich die Festung auch gleich fertig gemacht. Oh. Ein weiter rüber und ich hätte einen Löwen freigelassen. Ups. So.
Ja. Dementsprechend würde ich aber sagen, war es das erstmal für diese Folge von Assassin's Creed Odyssey. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es dann weitergeht, hier an dieser Stelle.